Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Backpack Battles. Ja, leider, ich habe bereits eine Folge aufgenommen hier mit der Reaper-Klasse. Wollten wir gemeinsam reinstarten. Wir sind jetzt Bronze 63. Ich hatte schon eine Folge aufgenommen. Über eine Stunde lang. Super geiles Spiel. Mit sehr viel Sand, sehr viel Blind, coolen neuen Waffen, die wir kreiert haben. Und als ich dann das Video rendern und schneiden wollte, gab es irgendeinen Fehler, weshalb ich nur eine Tondatei und kein Bild hatte. Also über eine Stunde lang hatte ich nur Ton, kein Bild. Es hätte nicht viel gebracht, das hochzuladen. Ton hätte ich neu einsprechen können, hätte der gefehlt oder halt einfach weglassen können. Aber wenn das Bild fehlt, ist halt scheiße. Deswegen haben wir jetzt quasi, ja, müssen wir nochmal reinstarten. Ich habe hier, wie gesagt, ein paar Sachen. Wo kann man das nochmal nachgucken? Kann man das hier überhaupt nachgucken? Weiß ich gar nicht. Kann man hier nachgucken, was für Dinger man eingestellt hat? Was für Dinger man freigeschaltet hat, meine ich. Ich glaube nicht, ne? Machen wir jetzt im Spiel. Wir gehen jetzt rein. New Ranked. Und hier Recipes. Wir haben hier den Poison Gobber. Weil auf Ranger hat man da den Möhrengobber. Also den Poison Gobber hatten wir vorher nicht. Wir haben Bloodthorn mit der das die Hungry Blade mit dem Thorn Wipe haben wir kombiniert. Eine mega coole Waffe, würde ich auch gerne nochmal machen. Wir haben die Shovel mit also den Besen mit der Pfanne kombiniert, auch am Anfang sehr cool gewesen. Ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr gemacht. Nee, ich glaube nicht. In der Runde haben wir sonst nichts gemacht. Ich würde versuchen, mal diese drei hier, die vier hier mal gerne zu kombinieren, um den zu bekommen. Ist aber, glaube ich, schwierig, weil man halt viele Items dafür haben muss, ne? Hier brauchen wir das Lightsaber und Gobber. Hier brauchen wir das Hero Sword und Gobber. Zwei Pilze und Gobber und den Blood Amulett und Gobber. Aber wir müssen mindestens viermal Gobber bekommen und ich glaube, das allein ist schon schwierig. Wir schauen mal. Vielleicht machen wir das selber auch einfach nochmal, wie jetzt in der Folge, die wir jetzt quasi verpasst haben. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. So, pass auf. Hier haben wir doch direkt eine Pfanne. Die nehme ich mit. Und den Knoblauch nehme ich mit. Den hier nehme ich auch mit rein. So, und starten wir die Runde. Erste Runde jetzt sowieso flott. Ach so. Die Kohle, die auf einer Waffe bekommen wir eine 60% Chance, einen Schaden mehr zu machen. Im Rüstungsslot bekommen wir vier Rüstung und eine Resistenz auf einen Debuff. Und im Backpack bekämen wir einen Random Buff. Inflected Random Buff. Ja, also einen Random Buff bekämen wir. Ja. Ansonsten ist immer erstmal alles normal. Ich glaube, wir könnten diese Runde jetzt gewinnen hier. Ja. Ja, da ist auf jeden Fall Sand. Sand möchte ich haben. Ich möchte den Herb haben. Dann werden wir auf einmal rerollen. Ja, wir könnten natürlich einen Gobber mitnehmen, ne? Die Banane erstmal mit. Gobber und das reservieren wir. Ich hätte die Banane umbauen müssen eigentlich. Oh, der macht aber ganz schön Schaden hier, der Kerl. Aber wir haben gewonnen, wunderbar. Das ist nochmal Kohle. Ja, ich müsste die Banane so hinbauen. Na komm, Herb. So. Gobber. Kombinieren die jetzt mal so. Ja. Ich überlege gerade. Aber die Fruits miteinander zu kombinieren, ist eigentlich besser als mit der Pfanne, oder? Aber die Pfanne macht pro Food einen Schaden mehr. Also da wäre eigentlich die Banane auf der Pfanne noch sinnvoller. Warte mal, ich versuche das mal anders zu kombinieren hier.
Also. Nein, nicht rausnehmen. Wie kann ich das hinlegen, dass es besser funktioniert? So. Nee, der Pfanne ist irgendwie unglücklich. Jetzt habe ich drei an der Pfanne, aber jetzt habe ich da halt kein Obst miteinander kombiniert. Puh, irgendwie doof. Ja, jetzt am Anfang können wir ja, glaube ich, erstmal so machen, dass wir halt mehr den Schaden generieren über die Pfanne. Das Poison ist natürlich auch geil, ne? Ja, komm, wir testen es einfach mal so. Jetzt hier Blind rein, Heilung rein. Go. Oh. Sie hat keine Waffe. Außer Poison hat sie keine Waffe. Bin ich mal gespannt, wie das Poison reinkickt. Ah, wir haben schon 12, 15. Oh, wei, wei, wei. Ja, das war knapp. Funktioniert tatsächlich ganz gut ohne irgendeine Waffe, ne? So, wir könnten den Besen machen. Wir könnten die Schaufel machen. Aber eigentlich reroll ich lieber mal. Hier auf jeden Fall den Bag. Den Bag auch. Sand. Den Herb, ja. Wenn wir es jetzt ein bisschen. Warte mal. Machen wir alles. Was? Ja. Ja. Auch cool, ne? Ich würde gerne mal den Gobber hier in die Mitte reinnehmen. So. Die Pfanne so platzieren. Banane hier oben drüber. Ja, Banane oben drüber. Den Pilz hier unten drunter. Den so. Da haben wir die beiden verstärkt. Banane haben wir jetzt nicht verstärkt. Aber wir haben auch natürlich auch hier nichts, ne? So. Lass uns mal eben gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Dass wir das ein bisschen. Ja, wir müssten die Pfanne halt hier hin machen, ne? Dann ist der Gobber aber wieder zu weit. Aber wir könnten das auch so machen. Dann hat der Gobber zwei, die Pfanne. Ja, die Pfanne hat aber wieder den Pilz wieder nicht. Ich tue schon mal hier unten rein in die Tasche. Ah, guck mal hier, der Gobber hat das auch verstärkt. Wenn ich es um den Gobber rum aufbaue, damit dann haben wir natürlich viel Heilung, ne? So. Brauchen auf jeden Fall einen zweiten Pilz.
Chains to Gift Inflect, ja. Die fand das aber auch in blöde Positionen, ne? Ja, komm, wir lassen es mal so. Ja, komm. Schauen wir mal. Guck mal hier, sie hat die Falle besser eingesetzt. Sie hat durch die zwei Pilze auf jeden Fall auch mehr Gift auf uns. Das ist krass. Naja, haben wir keine Chance dagegen. Das verlieren wir. Noch eine Pfanne, noch eine Banane. Den Herb will ich auf jeden Fall haben. Warte. Zwei Bananen so an der Stelle ist eigentlich doof. Warte mal. Ja, komm. Ich hatte ein Speedbar, eine Funny Bag und hat nutzt es nicht. Ich hätte den Decker da reingetan. Er hat aber viel Rüstung, ey. Scheiße. Aber jetzt kommt Fatigu, jetzt machen wir ihn platt. Ja, hat er gegen den Fatigu-Schaden hat er keine Chance. Da sieht er keine Schnitte. Ein Corrupted Crystal wäre natürlich geil. Hilz. Hilz brauchen wir auf jeden Fall. Hilz brauchen wir auf jeden Fall, damit wir den Gobber updaten. Den Corrupted Crystal. Achso, kann ich nicht. Reservieren. Das Kohle bringt 1, Banane würde 2 bringen. Banane möchte ich aber eigentlich nicht verkaufen. Warte, so. Ja. Dann kommt die Kohle auf jeden Fall wieder da rein. Durch nochmal, ich soll machen wir mal, oder? Ja. Hier, Sand. Dreimal Sand. Die Peitsche wäre natürlich auch cool. Mana Orb. Ah, komm. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Er hat nicht genug Stamina, um uns wirklich Schaden zu machen. Wir hatten durchweg, eigentlich volles Leben und er hat einfach zu wenig Stamina gehabt, um so viel Schaden zu machen für die ganzen Waffen, die er hat. So, jetzt haben wir hier den schönen Poison-Gobber. Wir müssen eigentlich die Pfanne verstärken, würde ich sagen, ne? Warte mal, machen wir das mal raus, Die Tasche einen höher, den darunter. Eigentlich den Gobber. Der Gobber, dass der schneller pusht.
mehr. Herb zählt da auch nicht mit rein. Der Herb würde hier mit hinzählen. Komm, die machen wir. Dann machen wir einen Herb hier hin. Können wir den kombinieren. Jetzt habe ich das scheiß Ding immer noch nicht gekauft, ne? Drei Bananen. Da oben noch eine Banane hin. Den Sand wieder rein. Reroll nochmal. Eigentlich, das Buch wäre auch cool, ne? Aber wir haben keinen Mana oder wir haben nicht wirklich Mana. Ah, die Sense wäre natürlich auch mega geil. Ich reserviere mir die mal. Die sind auch relativ am Anfang. Die kam in der letzten Runde, die ich halt aufgenommen habe, aber die kein Bild hatte. Gab die auch ein paar Mal, aber immer am Ende. Und am Ende ist Kacke. Deswegen versuchen wir die jetzt mal zu holen. Ich glaube, Sense wäre richtig geil. Für Sense brauchen wir... Oh, was hat der für Bananen, ey? Ist ja der Hammer. Ich glaube, das verlieren wir. Oder vielleicht, wenn der fertige Schaden jetzt reinhaut. Nee. Wir kommen bei ihm nicht durch. Er hat zu viel Heilung, zu viel Fruit. Aber ich sehe gerade, er hat zwei Pfannen. Und beide sind gut dabei. Ja, das ist ein stronges Bild für den Anfang. Krasses Bild. Ach Mist, jetzt kommt der Mist. Ja, ich hab's vergessen. Fettigu. Fatigue, ja, komm, mal sehen, Fatigue mit rein, so. Die Sense haben wir wieder kein Geld für. Super. Warte mal. Ja, darf ich? Ah, ich werde gut auf die Kohle, dann kann ich nämlich da rüberziehen. Ich will die Sense auf jeden Fall haben. Die Pfanne wird verkauft. Ah, okay, es hätte nur die Pandemonium gegeben. Ich denke, hä? Was ist denn die Pfanne mit dem Ding? Aber das Pandemonium möchte ich nicht haben. Wir bräuchten eigentlich noch eine Flut. Ich möchte auf jeden Fall die Tasche hier haben. Ja, ja, ich weiß, ich habe kein Geld mehr. Warte, jetzt muss ich gucken. Ich muss ein bisschen anders planen hier. Nein. Den darüber. Wieder hoch. Kannst du, ja, kann er verstärken, wunderbar. Ja. Warte. Den Herb mal hier hin, dann machen wir nämlich eine Banane hier hin. So. Die verstärkt halt jetzt gerade nur den Gobber wirklich, aber es ist nicht so schlimm. Die Inflected für die Sterne 100%, da müsste man eigentlich gucken, dass man da irgendwie immer die Herbs da rein, warte mal. Macht der Herb was? Nee, der Herb macht nichts. Macht der Sand etwas? Nein. Also Sand an der Stelle ist auch nicht gut. Sense ist aber auch schwierig, ne? Warte mal. Oh ne, da habe ich die Dingstasche nicht mehr drin, hier. Die möchte ich auf jeden Fall drin haben, die Tasche. Warte, machen wir so. Ja, so. Jetzt mal zwei runter, so, die Tasche, das da hier hin. Gobba dahin an einen Punkt. So. Naja, da hängt er wieder mittendrin. Warte, ich guck mal nach jetzt hier. Ja, Gobba verstärkt den, wunderbar. Ja.
Ja, so ist gut. Da und da was hin, was. Nee, das ist ja gut. Bringt uns aber sowieso nichts anderes, ne? Ah, jetzt ist aber hier, der Gobber hat zwei. Das ist ein bisschen doof. So. Ja, jetzt mit dem Gobber aber nicht mehr mit drin. Ah, Mann. So. Ja, so ist doch ganz gut. Wenn wir hier jetzt noch was anderes hinkriegen, warte mal, das ist. Nee, verstärkt da nicht. Dann können wir da auf jeden Fall einen Sand rein tun. Ich stelle jetzt meinen Arm nicht mehr rein. Besser. So würde ich alles reinkriegen, ne? Die Banane verändert sich da nicht. Sie wird sowieso nicht gebufft. Jetzt hat da nur keiner mehr, ne? Das ist ein bisschen doof. Triggert Item 100% faster. Ja, damit macht es nichts. Habe ich keinen Sand mehr? Ich dachte, ich hätte noch einen Sand. Naja, den triggert er auch nicht. Da ist er besser hier aufgehoben. Ja, gut. Ist noch nicht optimal. Komm. Wir gucken mal. Oh, er hat Shovel, der hat die Flöte, der hat ein Messer. Wieso hat er den Crit-Stab hier nach oben denn? Also. Hatte der Arrow nicht eine gerade Linie früher? Man kann sagen, ich weiß es nicht. Oh, der hat auch einen Hungry Blade. Er hat viel Schaden, aber der hat wenig Ausdauer. Stamina ist runter. Er kriegt den Schaden nicht ausgeteilt, den er austeilen möchte. Da ist die Hungry Blade. Hier ist nochmal ein Corrupted Crystal. Guck mal hier. Den kaufen wir, den machen wir da rein. Dann können wir da noch einen zweiten rein. Soll ich mal eine Blaubeere kaufen? Ja, komm. Schauen wir mal. Ja, Mist. Blaubeere wieder weg. Ja, komm. Messer, Bratpfanne mit Corrupt Crystal. Ja, sehr gut. Hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall. Und uns zwei von den Potions. Dann müssen wir jetzt für eine Runde halt den Sand hier lassen. Oh, was hat er denn? Ripsaw Blade mit Corrupt Crystal. Er hat das Spike Shield. Er hat die Holy Armor. Er hat den Pfeil. Er hat den Drachen. Obwohl der Drachen nützt ihm nicht viel. Immer ein bisschen beschleunigt. Oh, wei, was ist denn hier los? Der macht ja richtig fett Schaden. Das haben wir keine Chance. Der hat richtig Verteidigung und das war krass. Jetzt kommt noch ein Gobber. Wunderbar.
Ich möchte auf jeden Fall einen Gobber haben. Muss mal gucken, womit Gobber kompiliert werden muss. Dagger. Aber mit dem Metalldagger, ne? Da müssen wir vorher einen Metalldagger machen. Brauchen einen Lightsaber oder ein Blatt. Blatt Crystal. Und schon haben wir kein Geld mehr. Beschleunigen wir das Ganze mal. Ich glaube, wir haben wieder keine Chance, oder? Doch, 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 doch. Das war. Oh, ein Lightsaber. Wir reservieren uns mal den Stein, falls wir einen Decker bekommen. Wir brauchen aber wieder einen Gobber, ne? Das ist das halt. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall den anderen Gobber noch. Das können wir beschleunigen. Der versucht hier die Zorn zu machen. Oh, jetzt sind wir aber. Am Ende war es doch ein bisschen knapp. Sehr gut. So, wir haben Light Gobber. Heilt vor 20, inflected blind für 3 Sekunden, okay. Demonic Flask, ja, ne, kommt weg damit. Tasche. Deck of Cards wäre geil, aber. Ich möchte lieber was anderes. Wo sind denn die Früchte, Scheiße? Das sind Kackfrüchte. Nochmal rerollen. Asche. Hier. Poison. Nee. Brauchen wir nicht. Okay. Ja, komm. Letzte Runde im normalen Spiel. Danach geht's in den Survival Mode. Oh, ja. Na, er hat ebenfalls sehr viel Blind wie wir. Wir haben nur 4, er hat auch 4. Blueberries hat er hat viele Möhren. Viele Heilung. Oh, er hat eigentlich 2 Waffen, einen Crit. Ja, ich glaube, das verlieren wir. Obwohl die Fatigu könnte uns. Ah, nein, wir haben es verloren. Hammerhart. So ein Mist. Noch ein Lightsaber. Brauchen wir aber nicht. Den hier, den Ding ist direkt mit. Heals. Mal, können wir das so machen? Wird nicht versteckt, was? Dieses Ding versteckt nur Sachen mit Gift, glaube ich, ne? Würde sie ihn verstärken? Nein. Also wirklich nur Sachen, die Gift austeilen, Giftschaden machen können. Wäre natürlich die Giftflaske eben super gewesen. Hätte ich mir doch mitnehmen sollen. Ja, da oben hin. Ich sollte ihn hier versuchen, ein bisschen mehr zu stärken. Was ist der? Versteckt den nicht? Da ist ein Schwert drin, warum versteckt er den nicht? Ja.
Der Gobber ist drauf, aber der hier nicht. Ich glaube, der Sand auf dem ist, auf dem Lightgabber ist sehr gut, weil der Sand macht blind, er macht blind. Ich glaube, das verstärkt sich gut miteinander. Das könnte mit blind jetzt zugeschüttet werden. Mit Gift sollte er das auch. Obwohl ich hier auf der Sense, ich sehe auf der Sense zu wenig Gift scharf. Wir können nochmal rerollen. Tasche, Tasche. Oh, wie viele Taschen haben wir denn jetzt hier bekommen? Sind Taschenrunde oder was? Die Tasche hier gar nicht genutzt, ne? Jetzt müssen wir den noch ein bisschen triggern, aber der zählt da gar nicht mit rein, ne? Der wird von der Tasche gar nicht verstärkt. Der wird von der Tasche ja nicht verstärkt. Oh. Haben wir die auf Zweien drauf. Der Skill. Ja, two funny bags. Okay, sehr gut. Weiß echt nicht, ob ich mir die alle reservieren soll hier. Haben wir hier keinen Platz mehr. Die Bombe auf jeden Fall, die würde ich auch mitnehmen. Die lasse ich weg. Ich möchte nicht so viel reservieren, dass wir hier. Na komm. Jetzt müssen wir ein bisschen Geld sparen. Ah! Was hat die denn? Dreimal Pandemonium? Hammer hart. Aber wie viel Gift denn? Oh, Scheiße. Wie viel. Pilze. Ich will die Pilze haben. Gib mir die Pilze. Für meine Sense optimal. Ah, oh, das wird nichts. Oder? Nee, die macht uns fertig. Oh, wir. Wow, das war mal richtig knapp. Das war richtig knapp. Warte mal. Haben wir die Runde wirklich gewonnen oder ist das Glück gewesen? Ja, minus 31 und minus 3. 56 zu 47. Wir hatten, das war Glück. Wir haben nur aus Glück gewonnen. Ja, komm. Wieso kriegen wir das ein zweites Mal hier? Den Decker müssen wir machen. Mache ich mal hier hin, so. Wird zwar nicht verstärkt, aber das ergibt dann das Decker. Hä? Habe ich mich mit den Steinen vertan? Nee. Aber die sind doch beide drauf. Eins. Ach so. Jetzt sind beide drauf, okay. Ja. Dann haben wir die beiden Sachen. Wir bräuchten zwei Gobber. Wir haben die Sachen da. Wir brauchen aber die zwei Gobber noch. Das ist ein bisschen krebsig. Ah, schade. Ja. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ne, keine Chance. Scheiße. Ja, das Schwert haben wir jetzt hier. Können wir da hochziehen. Schön. Aber. Noch eine Tasche. Warum kriege ich keinen Gobber? Ja, sehr, sehr geil. Der Pilz ist sehr geil. Pilz ist sehr gut. Warte mal.
bin mit dem Bald nicht ganz so zufrieden. Zieh mal alles rein und baue noch mal neu. Also die hier ist der Grundstab. Warte mal. Kommt jetzt hier rein. Damit hat die dreifache Geschwindigkeit, ja? Dreifache Geschwindigkeit. So, jetzt brauchen wir da Giftsachen. Der Gobber kommt dahin. Verstärkt, ja. Wir können sowieso nicht so viel anschließen, deswegen kriegt er den Pilz hier rein, ja? Die Flasks kommen hier in die Tasche rein. Der Like-Gobber. Wird nicht verstärkt, nicht die hier. Hat er den verstärkt? Nee, was hat die Sense noch? Die Sense hat doch drei Teile verstärkt. Hier, die Puppe. Die Puppe muss mit auf die Sense drauf. Like-Gobber tun wir erstmal nach da unten hin. Dahin. Ich hätte eigentlich lieber. Ja. Aber dann ist er nicht mehr auf Gobber drauf. Aber auf der Dings. Aber das erhöht den Fatigo-Schaden, nicht den Giftschaden. Nee, komm, dann machen wir das doch wieder zurück. Fatigo, ja. Den Gobber. Auf jeden Fall mit dem ganzen Sand. Da kommt der ganze Sand drumherum. Mit der schönen Blind erhöht. Nee, das klappt nicht. Ich wollte eigentlich den Herb dazwischen setzen, aber das funktioniert nicht. Ich könnte natürlich Tasche woanders hinsetzen. Die Tasche hier rüber. Und dann den Herb hier hin. Die Tasche da hinten. So. Tränke außer Reichweite. Die können sich da gegenseitig stacken. Achso, geht nicht. Tasche ist hier, ja. Geh doch da oben hin. Geh, hallo, ey. Könnte natürlich auch so anordnen. Da ist der Pilz aber wieder nicht drin, ne? Das ist das. Den Pilz möchte ich drin haben. Ich meine, ich kann auch so. So. Warte. Ist mit drinne. Da ist er drinne. Hier brauchen wir Fatigue. Machen wir den dahin. Nee, geht nicht. Versteckt aber den da nicht.
Ja, würde gehen. 100% faster, die stacken sich auch. Pilz wird verstärkt. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, das könnte gut gehen. Wir haben halt viele Taschen und nicht das, was wir brauchen dabei, ne? Wir verlieren jetzt, oder wir haben sowieso nur noch 3 Runden, also die anderen 2 Gobber kriegen wir nicht. Wir haben hier zwei richtigen Sachen. Aber wir müssen jetzt in den nächsten beiden Runden die Gobber bekommen und diese Runde gewinnen, und das sieht schon schwer aus. Ja, nee, keine Chance. Keine Chance, verloren. So ein Mist. Ah, war nicht so eine schöne Runde wie die letzte, die ich halt aufgenommen habe, die nicht funktioniert hat, aber trotzdem eine coole Runde. Wir werden bestimmt noch andere Runden erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen da oben nicht. Schreibt mir gerne einen Kommentar, was ich hätte besser machen können, was ich hätte anders machen können oder was ihr besonders gut fandet. Und abonniert den Kanal. Das tun immer noch 60% der Leute, die hier schauen, nicht. Und es ist bei YouTube kostenlos. Ihr könnt mich damit kostenlos unterstützen, und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Deswegen tut es so einfach. Ciao!